das Thema von letzter Woche reden, Passing, und über das Thema von dieser Woche, was ungeoutet im Alltag ist. Wundert euch nicht, warum ich so aussehe oder mich so anhöre, ich bin gerade wach geworden. Und also ich bin gerade eben erst aufgestanden und habe mir gedacht, dann mache ich schnell, bevor ich das dann wieder vergesse oder keine Zeit mehr für habe. Passing ist so ein heikles Thema für mich, weil ich im Alltag eigentlich, oder 90% von meinem Alltag, denke ich nur daran. Außer wenn ich mit Leuten zusammen bin, wo ich mir 100% sicher bin, die sehen mich als Kerl oder sehen mich so, wie ich bin, egal wie ich mich verhalte. Aber jetzt so im Alltag. Wenn ich jetzt zum Beispiel auf Partys gehe, was ich eh selten mache, weil ich nicht so der Partymensch bin oder neue Leute kennenlerne, ist das eigentlich immer im Vordergrund und hält mich da ziemlich zurück. Und mit dem Outing dachte ich eigentlich, jetzt kann ich endlich ich sein. Aber es funktioniert doch immer nur teilweise, weil ich so drauf fokussiert bin, dass ich diese männlichen Klischees erfülle. So männlich wie möglich rüberkommen, damit die Person gegenüber mich auch als diesen sieht, was nicht der Sinn der Sache ist, aber ich krieg das momentan nicht anders hin, weil mein Passing eben nicht so gut ist. Bei kleinen Kindern und bei älteren Leuten funktioniert es eigentlich so gut wie immer. Gibt natürlich auch Ausnahmen, aber so bei Leuten in meinem Alter oder bei Jugendlichen, so 14 oder so, läuft es nicht so gut. Ja, allgemein finde ich das aber scheiße, dass ich mich da trotzdem verstelle, obwohl ich durch den Prozess gegangen bin und mich geoutet habe und eigentlich auch ziemlich offen mit der Sache umgehe. Ich kriege diesen Gedanken eben nicht aus meinem Kopf und ich hoffe, das ändert sich dann, wenn man einen Tester nimmt. Allgemein kann ich nur sagen, dass, ja, wenn es jetzt zu Klamotten oder so kommt, dass man einfach das tragen sollte, wo man sich am wohlsten fühlt. Wenn man dann noch eine gewisse Ausstrahlung hat, die das Passing dann unterstützen kann, positiv, habe ich zum Beispiel selbst gemerkt. Und allgemein glaube ich, dass man, wenn es zu falschen Pronomen kommt, also andere Leute falsche Pronomen für euch benutzen, weil euer Passing noch nicht so gut ist, darf man das, glaube ich, auch nicht so ernst nehmen, beziehungsweise klar tut's weh, das verstehe ich. Es tut jedes Mal sehr weh, aber die Gesellschaft ist, glaube ich, noch nicht an so einem Punkt, wo man wirklich darüber nachdenkt, was mit der Person vor sich geht und welche Pronomen jetzt richtig sind oder welchen Schaden ich damit anrichte, die falschen Pronomen zu benutzen. Das ist vielleicht in Amerika ein bisschen fortgeschrittener, weil dieser Fall da eben mehr auftaucht oder häufiger vorkommt. Oder zumindest in einzelnen Städten. Aber hier ist es, glaube ich, noch nicht so. Allgemein ist, glaube ich, die Gesellschaft nicht so weit, um sich überhaupt Gedanken über andere zu machen und zu realisieren, dass andere auch Probleme haben und man mit jedem normal umgehen sollte. Aber das ist ein anderes Thema. Ja. Dann zu. Was war das nächste? Ungeoutet im Alltag. Ist eigentlich ziemlich praktisch, dass ich die zwei gleichzeitig zusammen mache, weil die eigentlich, ungeoutet im Alltag. Also ich bin ein Mensch, ich gehe da ziemlich offen mit um, oder ich versuche es zumindest. Ich sage jetzt nicht, hey, ich bin der Paul und ich bin trans. Nein, sowas sage ich nicht. Natürlich ist es schön, mal rumzulaufen oder sich mit Leuten zu unterhalten, die davon nichts wissen und man nicht gleich als der, wo trans ist, abgestempelt wird. Aber
Ja, das in der Lage bin ich momentan nicht, weil eben mein Passing nicht so gut ist. Und andererseits denke ich mir, ich meine, es kann jeder selbst entscheiden, ob der offen damit umgehen will oder ob derjenige will, dass es keiner weiß. Aber für mich habe ich halt einfach herausgefunden, dass es meiner Psyche und den Leuten gegenüber besser geht oder halt der Vorgang einfacher verläuft, wenn ich damit offen umgehe. Dadurch entstehen keine Zweifel und keine Fragen, die dann derjenige nicht stellen will, weil er Angst hat oder ja, die ja, die ja. Und vielleicht ändert sich das in der Zukunft nicht an Matesto ab, aber ich glaube es, um ehrlich zu sein, nicht. Weil ich denke, wenn keiner damit offen umgeht, dann wird sich in der Gesellschaft auch nie was ändern. Und ich möchte, dass sich was ändert. Deswegen gehe ich damit eigentlich ziemlich offen um. Außer in meiner Berufsschule, da habe ich jetzt den Fehler gemacht und ja, weiß ich nicht. Da weiß es keiner. Ich meine, die denken sich's, glaube ich. Oder denken sich ihren Teil. Aber ich bin da eh nicht mehr lange. Das heißt, ich habe wieder eine Erfahrung gemacht und in der nächsten, oder ich mache dann wahrscheinlich die Schule weiter. Also eine andere Schule, dass ich dann das dann gleich offen auf den Tisch lege. Das muss jeder sich für sich selbst rausfinden, was einfacher ist. Die Entscheidung kann keiner nehmen. Aber so, wenn ich jetzt, ja, zum Beispiel, keine Ahnung, wenn mich alte Leute ansprechen, dann erzähle ich das denen natürlich nicht. Ja, warum sollte ich? Also wenn dann Fragen aufkommen. Oder wenn es halt um, ja, sehr selten. Aber auf jeden Fall tut es halt auch mal gut, wenn man dann wirklich ein Pass, also passt. Passt. Was ein Scheißwort. Also wenn man dann als der, der man sein möchte, angesehen wird und man sich nicht erklären muss. Man einfach leben kann, so wie man will. Das ist schon mal gut. Fühlt sich auch sehr gut an. Aber das ist eben nur in Einzelfällen so. Und ja. Aber das muss ja jedes, wie gesagt, jeder für sich selbst rausfinden, was der da will. Das war's eigentlich schon. Mehr habe ich da nichts zu sagen. Also würde ich sagen, hoffentlich bis nächsten Donnerstag. Man sieht sich. Mach's gut, ciao.